Herzlich willkommen bei der Silver Sea. Ja, möge der Shitstorm beginnen, war neulich der Titel eines Videos. Da drin enthalten war der Carson Virus 4.0 Truggy. Die Resonanz war ja überwältigend. Also, Germanasty Playground, also Benny und ich, haben ja im Vorfeld immer mal wieder über sowas gesprochen. Wir sprechen ja durchaus miteinander. Damit haben wir alle nicht gerechnet. So eine Resonanz auf ein Video habe ich noch nie bekommen. Und die war auch noch durchweg positiv. Vielen Dank dafür. Das zeigt mir natürlich auch immer, dass ich mal wieder eine neue Idee habe und die auch wirklich gut angenommen wird. Das Thema Low Budget scheint sehr, sehr interessant zu sein. Deshalb habe ich nochmal zwei Low Budget Autos besorgt. Ich werde also so ein bisschen was vom High-End werde ich jetzt abgehen und werde ein bisschen mehr in den Low-Budget gehen. Warum? Kann halt zwei Autos dafür kaufen, statt einen. Muss man einfach auch mal sehen. Kann halt mit einem Auto mehr Spaß haben, als mit nur einem. Das ist wohl so. Ja, und oft kam auch die Frage, Carson Virus 4.0 Buggy. Was ist denn mit dem? So, grundsätzlich muss man sagen, zum Virus 4.0 Buggy gibt es zwei Versionen. Einmal den normalen, den ich hier auch habe, und einmal den Pro, den ich hier leider nicht habe. Der Pro ist ziemlich baugleich mit dem Truggy, den ich habe, der auch wirklich überraschend gut ist. Also ich kann da nichts Schlechtes bisher dran finden. Aber ja, interessant ist übrigens, dass der Preis für dieses Ding im Netz unglaublich hochgegangen ist in den letzten Wochen. Also ich glaube, der liegt momentan so im Schnitt bei 400 Euro, während ich ihn noch nicht hatte, bei 300 Euro liegt. Immer wieder interessant, wie viel Aussagekraft meine Videos denn doch haben im World Wide Web. Ja, derzeit fehlt uns halt auch ein bisschen die Alternative. Das muss man auch so sehen. Bei den Bashern gehen uns die Alternativen aus. Arma hat starke Probleme, Ersatzteile zu bekommen. Traxxas ist jetzt nicht so unbedingt meins. Thunder Tiger auch nicht. Ja, und dann wird das auch schon wieder enger, ne? HPI, sehr, sehr teuer, genauso wie Traxxas. Dann mussten wir halt auch mal Carson probieren. Hatten wir jetzt bisher hier auch noch nicht auf dem Kanal. Gut, alles schön und gut. Carson Virus Buggy. Weg überlegt. Kohle ist dafür eigentlich nicht über. Einfach ein bisschen bei Kleinanzeigen gestöbert und hatte wahnsinniges Glück, dass ich bei Kleinanzeigen einen Gebrauchten gefunden habe. Nicht den Pro, das war von Anfang an klar, aber mit unendlich viel Zubehör. Und alles, was ihr hier auf dem Tisch seht, ich hole die Kamera gleich näher ran, hat mich gekostet 300 Euro. Ich habe das abgeholt, das war knapp 100 Kilometer von mir entfernt, da bin ich Montagabend eben hingefahren und habe das abgeholt. Alles tutti, ich habe die Akkus einmal durchbalanciert, das passte soweit, habe das Ladegerät einmal angestellt, das lief, habe den Wagen einmal kurz laufen lassen, aber auch nur, wo ich ihn in der Hand halte, das lief alles. Mehr würde ich da auch nicht tun vor Ort. So, ich hatte vorher einen Bombenpreis mit ihm ausgehandelt, er wollte eigentlich ein bisschen mehr haben, ich habe ihm gesagt, pass auf, ich gebe dir 300 Euro, dann hole ich den morgen Abend sofort ab, dann und dann kann ich da sein. Ja, okay. Und dann handle ich auch nicht mehr nach, es sei denn, da wäre jetzt ein Differentialdefekt oder so. Ja, 300 Euro, die Absima CR3P war dabei und noch viel, viel mehr, was er gar nicht reingeschrieben hatte. So, an dieser Stelle solltest du das Video sehen. Schönen Gruß an dich, vielen Dank für das tolle Auto. Freue dich auf schöne Videos mit deinem ehemaligen Auto. Ich hole jetzt die Kamera näher ran und dann zeige ich euch mal, was man für 300 Euro, wenn man ein bisschen Glück hat und ein bisschen Auge dafür hat, bei eBay durchaus kriegen kann. Also, hier könnt ihr schon einen Teil sehen. Ich fange mal bei den schlechteren Sachen an, die ich jetzt nicht so geil fand. Deswegen habe ich das Auto nicht gekauft. Wir haben hier vorne sofort meine Lieblingsakkumarke, die Florion-Akkus. Achtung, Ironie. Das sind auch nur 3300er Zellen. Mal gucken. Mal gucken. Ich packe das mal ein bisschen aus dem Bild, dann wird es hier weniger. Dann haben wir, und die kann ich tatsächlich gebrauchen. Dazu werdet ihr im nächsten Video was zu sehen. 3200er Hardcase Akkus von Carson direkt. Sehr, sehr schön, weil die kann ich definitiv verwenden für ein ganz anderes Projekt. Sehr schön, das Geld gespart. Dann habe ich hier, und das war wirklich einer der Highlights, 6 Stück 5000 mAh 2S
von Gens Ace. Ich habe die alle mal in Balancer gehabt. Super. Innenwiderstand noch top. Ja, jetzt kann man ja mal mitrechnen, was das alles so kostet hier. Ne? Die werde ich in meinen Autos weiterverwenden. Dann haben wir hier einen Lader. Das Ding heißt, ich muss mal eben drauf gucken, Equilibrium Quad. Das ist ein Quad-Lader. Habe ich so keine Verwendung für, war halt dabei. Steht zum Verkauf. Geht heute Abend noch bei Kleinanzeigen rein. Genauso das Netzteil, das wird es dazu geben. Das ist ein 20 Ampere Netzteil, was für diesen Lader perfekt ist. Und das ist ein Lindinger Schaltnetzgerät mit 20 Ampere und LCD. Aber das LCD ist gar nicht das Tolle. Das Tolle ist, dass da ein USB-Anschluss dran ist. Beziehungsweise sogar zwei. Das heißt, man kann auch theoretisch sein Handy da dran laden. Sehr, sehr geil. Also das ist wirklich, das ist schick. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der absolute Mega-High-End-Lader. Aber es ist ein Ladegerät. Und es funktioniert. Das will man mehr. Dann habe ich hier noch, das sind nicht die Originalreifen, so viel ich das gesehen habe, irgendwelche anderen Räder. Die sind noch ganz okay. Die sind ein bisschen dreckig, aber das macht nichts. Die werde ich probieren. Die werde ich wahrscheinlich im First Run, werde ich diese hier wohl fahren. Mal gucken, wie lange die halten. Müssen die mal verklebt werden? Nö, alles gut. Die sehen wirklich noch gut aus. Dann habe ich hier von ihm bekommen Straßenreifen. Und der ist okay. Da werde ich neue Einlagen für machen, weil die sind teilweise komplett zerbröselt da drin. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Aber auf jeden Fall sind die ziemlich hinne. Das Profil ist noch super. Die Felgen sind noch super. Mache ich neue Einlagen für. 2 Stunden Arbeit, neue Felgen. Bisschen von der Kohle her mal drauf achten. 2 Empfänger, einer ist im Auto, für die Absima CR3P, die ebenfalls verkauft wird, weil ich Fire Sun war. Alter Schwede, originale Waterproof-Empfänger mit CR3P im Top-Zustand. Mega geil. Und ist nur ein kleines Bonbon, sogar mit Wartabatterien. Not bad, not bad. Ich glaube, Alex hieß du. Also ich habe auf jeden Fall für mein Geld ordentlich was bekommen. Ich hoffe, du bist auch zufrieden. Dann habe ich hier, ich glaube, das ist von Lois einer. Steht nichts drauf. Ein Heckspoiler bekommen. Den fahre ich auch so. Ich glaube, auf dem S-Works ist der so schon drauf. Top Teil. Kann man schlechter machen. Hier sind natürlich noch die ganzen Anschlusskabel für die Akkus. Das sind nur 3. Ich habe aber insgesamt 6. Balancer. Ach Quatsch. Hier. Ne? Kapazitätskontroller. Lipo-Checker. So heißen die. Ich habe schon einen weißen. Den werde ich trotzdem behalten. Besser 2 als 1. Team Orion Vortex DSBR Programmierkarte. Kostet normalerweise ein Heidengeld. Und dann natürlich das Auto. Das gab es auch noch dabei. So, das Ding ist erstmal so RTR gekommen. Hier habe ich die beiden Karo-Klemmen. Der Wagen ist ein bisschen breiter gemacht worden, wie man auch sehen kann. Das werde ich wohl zurückbauen, denke ich mal, vielleicht auch nicht. Er fährt ja beim First Run. Da sind Slickräder drauf, das sind jetzt nicht die griffigsten. Für einen Speedrun bei so einem Auto reicht das völlig. Das kann man durchaus machen. 6S sollte man den damit nicht fahren, kann der Wagen aber soweit ich weiß auch nicht. So, nun geht das weiter hier. Team Orion Programmierkarte heißt, wir haben auch einen Team Orion Regler hier. Das ist also nicht die ERTR-Elektronik. Die war da komplett ausgebaut. Team Orion Regler. Das ist der Vortex R8. Der kann nur 4S, also 6S sind sowieso ein Buggy-Blödsinn. Und ja, Benny, hier ist der abgerissene Straps. Der ist mir abgerissen. Die werde ich wohl alle 4 ersetzen. Ich habe noch welche von Gule RC. Ganz ehrlich, das ist eine Kleinigkeit, ne? So, der Wagen sieht an sich sehr, sehr gut aus. Er ist ein bisschen schmutzig. 2 Eigenbauten sind dran, wie vorne der Bumper.
Da kann man sehen, das ist natürlich jetzt keiner von Faisal und Stefan, aber der ist durchaus zu gebrauchen. Ist allerdings aus Metall. Ebenso sind die Mudguards hier aus Metall. Die sind wohl selber gebaut. So wie das aussieht. Ja, die scheinen selber gebaut zu sein. So, Lenkservo ist von LRP ein R7260 drin. Das habe ich schon gegoogelt. Das hat irgendwie 15, 12 Kilo Stellkraft oder so. Ist auch sau langsam. Fahren werden wir den erstmal so, aber ansonsten werde ich da mal ein anderes Servo reinbauen. Funke kommt natürlich wieder eine Samba dran, ganz klar. Ein anderes Servohorn werde ich ihm spendieren, weil dieses aus dem Flugzeugbereich ist denn doch etwas ungeeignet. Ne? Aber das habe ich eigentlich auch da. Ansonsten macht der Hobel einen verdammt guten Eindruck, kann ich nichts zu sagen. Motor habe ich noch nicht gesagt. Und wir haben hier auch Lüfter dran, habe ich noch gar nicht gezeigt. So, das ist ein 2600 kV 4-Pole Brushless Motor, 3660, also 3660er Bauweise. Der ist ein bisschen klein. Da werde ich wohl mal einen anderen dran bauen. Ich habe noch ein paar viele hier rumliegen. Hier sieht man das. Ja, das müsste ein Gulerc Motor sein. Keine Ahnung, ob das stimmt. Da dann Lüfter drauf ist, von Year Racing übrigens, vermute ich, dass der ein bisschen warm wird beim Fahren. Wir werden es erleben. Ja, also grundsätzlich für 300 Euro habe ich hier einen Schnapper gemacht, weil der Wagen ist zwar ein bisschen staubig, ein bisschen dreckig, normal. Ja, aber wenn ihr euch das mal anseht, schaut mal, der hat noch nichts auszustehen gehabt. Der hat ein paar Kratzer an der Bodenplatte. Aber der ist ansonsten noch tippitoppi. Ja, ich freue mich, einen weiteren Caster hier begrüßen zu dürfen. Und mal ganz ehrlich, wer hätte das gedacht bei dem Truggy-Video oder bei dem Unboxing vom Truggy, dass mich dieses Auto so begeistert? Natürlich kommt dazu, dass der vom Preis halt unschlagbar günstig war, mit knapp 300 Euro damals. Aber der Wagen begeistert mich wirklich, weil er einfach gut war. Ja. Vielleicht haben wir hier was Neues, Tolles im Low-Budget-Bereich. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ich freue mich wahnsinnig, den am Wochenende fliegen zu lassen mit Arne zusammen. Ja, dafür musste natürlich jetzt auch irgendwo was dran glauben. Mein X-Ray-Buggy wird verkauft. Das Review und das Vergleichsvideo vom S-Works wird jetzt danach irgendwann in den nächsten Tagen kommen. Irgendwo ist halt dann auch Budget am Ende, ne? Aber da war ich jetzt geil drauf und da habe ich gesagt, dann verkaufe ich den X, weil ich bekomme noch einen, der ist heute verschickt worden, das habe ich heute noch erfahren, oder wird morgen früh verschickt und dann sollte das auch bald hier sein. Ja, viele Veränderungen die letzten Wochen und das löte ich natürlich noch um. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ihr von mir kennt, ne? Da löten wir schön XT90 dran und dann können wir auch meine anderen Akkus fahren. Ich habe ja noch ein paar mehr Gensays, 2S. Ja, Low Budget hält bei den YouTubern ein. German RC Playground hat Amivi und Really, Mick hat Castle und XY. Ich habe demnächst noch zwei, die dazukommen. Ja, mal was anderes machen als alle anderen, das können wir gut. Ich danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver RC. Ciao, ciao.